Heido Matiko, hallo. Hi. Es gibt ein neues Snapshot oder nicht Snapshot, Update-Tutorial zur 1.8-Version. Dabei ist der Jan, der muss dabei sein, sonst klappt was nachher nicht. Wie letztes Mal. Ja, stimmt, letztes Mal warst du auch dabei. Und heute geht es um die verschiedenen Oh. Spielmodi. Also einmal, also es gab Änderungen an am Game Mode 1 und am Game Mode 2. Und dann wurde auch ein neuer hinzugefügt, nämlich Game Mode 3. Der heißt auch Spectator-Modus oder auf Deutsch Beobachter-Modus. Ich wechsle da jetzt mal rein. Bam. Du Arsch, geh mal weg, Alter. Ich hab nicht gehört. Ich bin in dir drin. Geh. Hat nicht gehört. Geh. Gehen wir wieder Game Mode 1, weil ich muss das sehen. Ja, ich hab den Chat geleert, Mann. Ja, ich geb's ein. Nee, ich hab doch schon. Okay, jetzt Nein. verpiss dich. Danke. Als bin ich im Creative Mode. Wenn ich mich jetzt mal mit F5 anschaue, sieht man nur ganz leicht meinen Negerkopf. Wenn ich jetzt mal. Und ihr seht, das ganze Menü ist nicht da, also nur rechts das Scoreboard, das wird halt angezeigt. Aber wenn es sich geben würde, wäre einfach alles frei. Also, dass man richtig gut beobachten könnte. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel aufs Pferd klicke oder kommt das Fadenkreuz, wenn ich da Linksklick drauf mache, dann bin ich im Pferd drin. Und wenn es jetzt laufen würde, dann würde ich. Ah, guck, jetzt bewegt seinen Kopf. Dann sehe ich, dass wenn ich wieder raus will, muss ich die Taste drücken, mit der ich auch zum Beispiel von dem Pferd absteige. Also bei mir ist es Shift, bei Jan ist es zum Beispiel C. Wo bist du? So Ja, das muss ich erwähnen. verwendet. Jetzt gehe ich mal in Jan rein. Jetzt renn mal ein bisschen rum. Guck, jetzt bin ich so in Jan drin. Oh, Renn mal ein okay, bisschen. warte. Jetzt. Und dann sehe ich Wait. das. Lägt halt gerade nur ein bisschen, weil Ja. es ein guter Server ist. Der Server läuft ja gerade über mich, darum kann ich mich eigentlich kaum bewegen. Ja. Bam, Jetzt gehe ich wieder bam, aus Jan bam, raus, weil bam, der bam, 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 bam. Scheiße. Ja. Wirf mal einen Block hin. Wie ihr Ja. seht, kann ich den nicht einsammeln. Was machst du? Hey. Ah ja, geh auch mal in Spectator-Modus. Ja, wollte ich ja eigentlich. Guck, und jetzt Nehmen sehe ich Jan auch so als Hi. Spectator. Ich kann jetzt aber Der Neger. zum Beispiel jetzt nicht irgendwie mit dem Minecart interagieren oder in den Command-Block reingucken oder so. Geht alles nicht, das Fadenkreuz erscheint ja nicht mal. Hey, bei mir ist es da. Im Spectator-Modus aber nicht. Du kannst nicht in Doch. den Command-Block reingucken. Nee, mein Fadenkreuz ist da, meine ich. Ja, weil du ja auf dem Pferd guckst, du Blöder. Und wie ihr seht, kann man hier einfach durch alles Ich bin durch. nicht im Pferd drin. Aber du stehst, du guckst auf dem Pferd drauf, dann ist Fahnenkreuz da oder auf mich oder keine Ahnung. Nee, Man komm. kann eben auch durch alles durchfliegen, wenn man, und die Besonderheit ist halt, wenn man in Creeper reingeht, ach, Linksklick, dann sieht man es halt so ein bisschen grün. Den Shader, das ist ja der Creeper Shader, den habe ich ja schon mal vorgestellt. Das war in der ersten Folge, könnt ihr ja mal reinschauen. Wenn man in die Spinne reingeht, dann sieht es so aus, es sieht voll lustig aus. Jetzt Und jetzt funktioniert der geh. Creeper bei mir auch mal. Spawn mal ein Enderman bitte kurz. Mit dem Creeper drin. Komm mir nicht raus. Ah, jetzt. Warte. Hier. Jetzt spawn irgendwo Enderman. Ja. Enderman. Ach, ich gibt's aber einen. Ich hab keinen Bock, das da jetzt da rauszusuchen. Ja. Enderman. Weil da sieht man dann auch. Hey! Nochmal ein. Danke. Ja, das sieht man so negativ. Jetzt guck mal, ja, du hast ein pinkes Shirt einfach. Und jetzt, wenn das sich natürlich rumportet, werde ich auch rumgeportet. Jetzt gehe ich raus. Okay. Und. Oh ne, jetzt kommen da so neue Viecher, die habe ich. Die habe ich noch gar nicht vorgestellt, die dürfen noch nicht kommen. Oh. Ja, Hä? Oh, da bin ich auch mal. Ach so, wenn ich jetzt. Ah, genau. Jan, wirf mal einen Unsichtbarkeitstrank auf dich. Und ihr seht, ich sehe Jan trotzdem. Also als Beobachter sieht man auch die
unsichtbaren Leute. Jan. Komm, geh mal. Drück mal bitte, oder warte, ich geh mal kurz in Game Mode 1. Und zwar das hier. Also Command Blocks, die mit dem, also das P, R, A und E, das bezieht auch die Leute ein, die im Spectator-Modus sind. Jan, drück mal bitte auf den Knopf. Also du musst ihn holen. Drück mal auf den Knopf hier bitte. Also bei der mittleren. Ja, ich habe mein Game Mode auch selber geändert. Ja, wenn ich hier raus, stecke hier im Block fest. Der Dom. Okay. Ah! Drück drauf. Ja, und jetzt, ihr seht, ein Spieler wurde zu Team Sweet hinzugefügt und die Eigenschaft von Team Sweet ist halt, dass es pinke Namen ist. Und ihr seht auch bei der Spielerliste, bei den Typen, die wie heißt, im Spectator-Modus sind, da ist der Name kursiv geschrieben. Jetzt drück mal auf den anderen Knopf drauf. Ring. Also auf den letzten Command-Block. Und da steht drin, damit der Score von Way bei jedem um 3 erhöht wird. Und ihr seht ja, dass ich auch mit einbegriffen. Mit inbegriffen. Ah, keine Ahnung. Bei mir wurde es halt auch erhöht. Warte, was gibt's noch sonst noch so? Ach so, und ihr seht ja, also im Game Mode 0 oder 2 würde der Creeper jetzt hochgehen, in Game Mode 3 macht er einfach gar nicht das Schild sein Leben. Getötet werden kann ich nur, wenn ich halt Slash Kill eingebe oder wenn ich halt in die, wie heißt, ins Void, also ins Leere gehe, so das unter der Welt eben. Und ich kann auch jetzt nirgends irgendwo hinstehen, ich fliege eben ja immer nur durch. Also mit Shift oder was auch immer ihr eingeschaltet habt, kann man runter. Und mit, man kann auch schneller fliegen, seht ihr ja, mit eurer Sprint-Taste. Und dann, also ist so normalerweise, oder ich habe gelesen, damit auch Schnelligkeits- und Langsamkeitstränke funktionieren. Also mit, damit man halt schneller, langsamer fliegt. Ja. Was gibt's? Ach so, ich kann ja mal noch kurz in normalen Viech kurz reingehen. Komm her, du scheiß Pferd. Und dann mich mit F5 angucken. Well, dann bin ich einfach so ein Pferd, richtiger Galoppiermeister. Voll cool. Geh mal in den Neger rein und guck mich dann mit F5 an. Okay, du. Du. Wieso ich in mich rein? Ah, und wenn ich H drück. Das habe ich echt festgelegt. Ah, genau. Guck mal. Seht ihr das, wenn ich H drück? Also das kann man, muss man hier festlegen. Bei den Leute der Kontrolle. Hier Highlight Players. Also das geht nur, wenn man im Spectator-Modus ist. Mit H habe ich das halt eingestellt. Jetzt sehe ich Jan so umrundet. Und ihr seht auch die Tiere. Ui, Disco, 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 Ja. Ja, voll cool. Jan, Alter, die beste Glock. Genau, und dann halt, wenn man mal Mausrad klickt. Also wenn ihr die Funktion vom, ist egal, vom Mausrad beibehalten habt, dann kommt hier ein Menü. Nein! Das bedient ihr mit den Zahlen oder mit eurem Mausrad. Was ist? Ich lock da dran machen, dass ich ganz viele Punkte krieg. Jetzt ist er weg. Also mit, wenn man 9 drückt oder hier halt drauf scrollt und dann mit dem Mauser klickt, dann wird das Menü geschlossen. Alter, die Musik. Bei 1 wird man zum Spieler hingefordert, jetzt gibt's ja nur mich oder Jan. Jetzt fordere ich mich mal zu Jan, Pam, bin bei ihm. Becky. Und dann kann man sich auch zu einem Teammember porten. Jan ist ja in meinem Team, oder, ah genau, warte, da, wenn es mehrere Teams geben würde. Warte, ich steck mal Jan in ein anderes Team, das ist noch genug von den vorigen Videos. Scoreboard, Teams, Join, Special People, Jan. Gibt's jetzt hier Special People oder Sweet auszunehmen, dann wähle ich Special People aus und sag, ey, ich will zu Jan teleportiert werden. Der da unten chillt. Okay. Wo bist du?
Achso, und was auch gut ist, dass es Teleportieren, das ich euch gerade gezeigt habe, immer noch zwischen den Dimensionen auch problemlos geht. Also wenn ich jetzt im Nether gechillt hätte, wäre ich auch locker dahin gekommen. Und also das kann man dann, wenn man eine LAN-Welt, das kann man sich ja öffnen, weil ich ja auf dem Server. Ach, was ist? Nicht. Ich seh dich doch. Ob du immer noch in Gamer 3 bist. Ich bin in dir drin jetzt. Hau ab. Ja, bei einer LAN-Welt kann man auch einfach so einen Gator-Modus machen. Damit, wie heißt. Mann. Damit die Leute nichts kaputt machen können. Und man hat auch ein Inventar, aber damit kann man nichts anfangen. Man kann das Zeug nicht rauswerfen oder so. So, ich glaube, das war jetzt alles zu. Hallo? Zu Game Mode 3. Jetzt gehe ich mal kurz in. Ja! Game Mode 1. Chillig. Ja, chillig. Da gibt es jetzt nämlich die Funktion, damit wenn man die Auswahltaste drückt, also meistens ja Steuerrad, dann zum Beispiel nimmt man ja jetzt den Command Block auf, so damit man mit dem bauen kann. Wenn man mit Steuerung, ich habe da ja einen Befehl drin, nehmen wir den da hinten mal mit dem einfachen Befehl. Wenn ich jetzt Steuerung dazu drücke, dann nehme ich Command Block auf. Und dann steht da plus NBT, also das eine weitere Information ist, und wenn ich den jetzt setze, dann steht da auch der Befehl drin. Also das kann ganz geschickt sein, wenn man jetzt so riesenlange Befehle hat und dann den einfach kopieren will, kann man einfach Steuern drücken und den. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein längerer Befehl drin, den ich gleich noch nutzen werde. Und Spieler können im kreativen Modus jetzt Objekten Schaden zufügen, die als unverwundbar gekennzeichnet sind. Ich weiß aber nicht, was für Objekte es sein können, Jan. Was für Dinge gibt es, denen man keinen Schaden hinzufügen kann? Ich. Ja. Wenn ich den Game Mode 1 wäre, könnte ich dem auch Schaden hinzufügen. Dem Creeper kann ich Schaden hinzufügen. Dann lassen wir es mal rumlaufen. Oder auch nicht. Ja, keine Ahnung. Dann im Abenteuermodus. da wechsle ich jetzt mal rein. Da kommt komm! Ein... Was? Komm nicht aus deiner Lore raus. Da ist der Mann, Hilfe! Hilfe! Verreck, du Bollo! Bin hier unten, helf mir! Warte, ich muss erst den Creeper kurz töten. Nein. Wow! Ich hätte noch ein halbes Herz! Och man. Okay. Und zwar früher konnte man ja im Adventure Mode noch zum Beispiel Gras abbauen oder Glowstone oder Glas oder so. Und jetzt kann man wirklich gar nichts mehr abbauen. Und wenn man irgendwelche Blöcke jetzt im Inventar hat, dann kann man. Warte, ich kann mir da unten welche holen. Baue ich jetzt nach unten? Ich kann man die auch nicht mehr setzen. Das ging ja, glaube ich, im Game Mode 2 noch. Ja, warte kurz. Dazu, um halt irgendwas platzieren oder abbauen zu können, gibt es dann neue Befehle. Oder was heißt mit dem Can Place On und wie heißt es? Can Break. Die habe ich ja schon vorgestellt, da das Video ist in der Playlist. Das sind die NBT-Texte, steht auch in der im Titel so. Und da habe ich jetzt so eingestellt, Can Break, Lapis Lazuli Blocks. Das heißt, hier. Lapis Lazuli Blöcke kann ich abbauen, sonst kann ich nichts abbauen. So, dann das. Ich kann die ja aber jetzt auch nicht setzen, weil. Ich bin aus der Welt gefallen. Die haben ja nicht die Eigenschaft, can place on dirt zum Beispiel jetzt oder grass. Jetzt lasse ich mir mal Lapis Lazuli Blöcke geben. Die haben die Eigenschaft, damit sie auf Command Blocks und Wooden Blanks platziert werden können. So, also auf und neben Command Blocks kann ich sie platzieren. Auf Gras nicht, auf Wooden Blank schon. Welche Art ist gerade egal, weil ich habe es nicht genau definiert. Weißt du, was steht? Endlich. Ja, und also ich kann euch die Befehle auch mal kurz zeigen, wenn ihr das sehen wollt, auch wenn ich die schon mal gezeigt habe. Halt einfach so Gift, Diamond, Pickaxe, 1-0, gibt's halt also einmal und 0 zerstört. Dann das Can Destroy und dann Doppelpunkt, Ecke, Klammer auf, dann den Block eben. Und hier halt, worauf sie platziert werden können, eben statt can break, can place on,
Und dann eben auch die Blöcke, die ihr damit kaputt machen wollt. Ja gut, das war's jetzt, glaube ich, mit dem Video. Das sind die Neuerungen bei den Spielmodi. Beim Survival-Modus wurde, glaube ich, nichts, oder steht jetzt nicht da, dass da was geändert wurde. Jan hat auf jeden Fall seinen Spaß. Muss mal das Loch angucken. Mit den Loren. Da bin ich bis aus der Welt gebunden, weil ich aus der Lore rauskomme. Ach, du bist im Spectator-Modus, du Follow. Ja, in dir. Alter. Ach, da fällt man dann runter. Soll ich nur eine Runde fahren oder was? Ey, da fährt man nicht runter. Ey, wie fährt man denn da? Ey, man fährt nicht, ich war in der Lore drin, bin ich rausgekommen. Ich habe mich einfach geradeaus nach unten gebunden. In der Lore drin. Da links, links, hinter dir. Nein. Hoppe. Ja, runterfahren. Geh nach oben. Oh. Nein. Ja, nach, nein, Boden nach links, da ist doch meine Höhle. Ja, wie soll denn mein gar nach links? Ui. Geh da rüber. Bin nach unten gefallen. Da hab ich mich nach unten gebuddelt. Also gut. Ich sehe ja deine Sicht. Ach, bist du in mir drin? Sonst könnte ich dir ja nicht sagen, geh nach links. Geh von da. Hey, warum bist du jetzt erst rausgefallen? Ja. Hä, hey, warum muss ich auch wiederbeleben drücken, Mann? Ja, wie du vorher gesagt hast, weil als Ding bist du cool. Als Spectator kannst du durch die Leere, durch das Void auch sterben. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Ding-Tutorial, Update-Tutorial. Ihr seht jetzt hier noch das letzte Update-Tutorial verlinkt. Und in der Beschreibung findet ihr die Playlist. Mit den, weil es gab ja nicht nur eins, gab ja schon mehrere zu der 1.8 Version, und dann rechts seht ihr auch noch das letzte Command Block Tutorial. Schaut auf jeden Fall mal rein. Auch Entschuldigung für die Aktion gerade. Auch wenn es Jan war. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.